Hans-Dieter Flick stand als Mittelstürmer auf dem Rasen, als die Welt für die westdeutsche Nationalmannschaft noch in Ordnung war. Damals in den 80ern galt Fußball als ein Spiel, in dem 22 Männer 90 Minuten einem Ball nachjagen und am Ende immer die Deutschen gewinnen. Wie es trist zuletzt ausging, das wissen wir. Deshalb soll nun eine Einwechslung wieder mehr Farbe ins Spiel bringen. Der einstige Mittelstürmer soll Meistermacher werden, was Flick bei Bayern München schon bewiesen hat. Seit heute ist er nun offiziell im Amt. Heiko Neumann über den neuen Bundestrainer und seinen Plan. Der deutsche Fußball, eine riesige Baustelle. Das neue Prunkstück, die DFB-Akademie in Frankfurt am Main, steht zwar vor der Fertigstellung, in Sachen Nationalmannschaft ist dagegen noch viel Aufbauarbeit angesagt. Hansi Flick, der neue Architekt, der neue Fußballbaumeister, der muss jetzt alles reinwerfen. Wir wollen möglichst all in, kennt ihr alle vom Pokern. Ich setze all in, weil ich glaube, ich habe alles dafür getan, um den Pott zu holen, um zu gewinnen. Und All-In-Mentalität bedeutet für mich wirklich, dass man alles gibt, um am Ende dann als Sieger auch vom Platz zu gehen. Nach wichtigen Spielen ging die deutsche Mannschaft zuletzt eher selten als Siegerin vom Platz. Dazu kommen DFB-interne Streitigkeiten. Ein guter Zeitpunkt für einen Neubeginn. Dafür werden wir mit Hansi viele Diskussionen führen, aber auch innerhalb des DFBs viele Diskussionen führen, damit wir Glaubwürdigkeit, Stärke letztendlich in diesen Verband wieder zurückgeben. Der Verband braucht seine Ehre wieder zurück. Hansi Flick, vom FC Bayern fast schon geflüchtet zum DFB. Trotz 7 Vereinstiteln in nur 1,5 Jahren durfte Flick in München bei Transfer- und Personalpolitik nie mitreden. Kleiner Seitenhieb Richtung FC Bayern. Als Bundestrainer habe er in dieser Hinsicht mehr Möglichkeiten. Man kann die Spieler selbst auswählen. Das ist schon mal eine ganz gute Sache. Den von Vorgänger Löw eingeschlagenen und zuletzt gescheiterten Weg der Verjüngung um jeden Preis will Hansi Flick nicht gehen. Für Fußballprofis gesetztes Alter kein Problem. Spieler wie Mats Hummels oder Thomas Müller seien vom DFB-Abstellgleis noch weit entfernt. Die Besten werden eingeladen und wenn sie Top-Leistung abrufen, wovon ich ausgehe, dass sie das noch können, dann sind sie auch ein Teil dieser Mannschaft. Jetzt muss der neue Bundestrainer Baumeister nur schnell die richtigen Spieler auswählen. Anfang September startet die WM-Qualifikation auswärts in Liechtenstein.